Also hallo, ich bin wieder heute wieder im Münchenpark. Mannheim-Höhe. Repower-Anlage funktioniert wieder. Ich wollte eigentlich schon vorher filmen, aber das habe ich leider nicht gemacht, weil hier war und hat sie repariert. Also da waren als Servicetechniker da und haben die Anlage repariert, und deswegen wollte ich den nicht filmen, weil man sowas einfach nicht macht, ja, Menschen filmen, die sind auf der Straße auf, und das möchte ich nicht, weil die sich vielleicht dadurch gestört fühlen. Weil ich möchte die nicht auch einfach ins Internet setzen. Da ist die Anlage. Ich hab mir jetzt schon ganz arg gedacht, dass diese Anlage defekt war. Und ja, das sind die anderen Anlagen. Die zähle ich heute alle. Also, diese Anlage war halt. Geht sie jetzt wieder? Weil es war schon etwas Cooles auch, um das erstmal fortzusehen. Und mit den. Ja, eigentlich hätte ich auch fragen können, was da an der Anlage war, aber ich habe mich nicht getraut. Leider. Aber da war bestimmt schon was defekt an Anlagen, weil es wäre ja kein Surfboard gewesen. Wenn die ja nur keinen Strom gebraucht hätte, also wenn die keinen Strom momentan vielleicht gebraucht hätte von der Anlage, wenn die ja abgeschaltet worden. Aber ja, da muss schon was Gewaltiges dran gewesen sein an dieser Repower. Muss ja schon Schaden gewesen sein, sonst wäre Procon nicht voll gewesen. Also der Betreiber ist die Firma Procon, und der Procon-Service war ja auch vor Ort und hat diese Anlage repariert. Weil, wie gesagt, man will die Arbeiter nicht bei der Arbeit stören, wenn die hier was arbeiten müssen an der Anlage, weil man sowas einfach nicht machen kann. Weil die wollen ja auch in Ruhe ihre Arbeit machen und wollen nicht gestört werden. Und da muss man auch ein bisschen Respekt haben. Vor. Die Sonne scheint noch, ja, ist so schön. Und ja. Die Lage ist zum Glück wieder intakt. Ist auch schön, dass er wieder geht. Weil, ja, was ist denn das schon von Nutzen hier? Ne? Als ich hergefahren bin, war es noch aus. Als ich schnell gekommen bin, hat sich ja schon leicht angefangen zu drehen. Ich habe gedacht, dass es sich wieder eingeschaltet hat, aber hier in der Anlage müsste was gewesen sein. Ich denke, dass hier schon ein technischer Schaden an der Anlage war. Und ja, und dann ist die Anlage wieder in Betrieb und funktioniert wieder einwandfrei. Und ja. Und das ist die mit dem zweiten Teil, der ist aber etwas kürzer. Bis gleich.